Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu auf meinem Kanal zu The Hunter Call of the Wild. Wir sind auf Teoaroa und wir sind gerade auf der Anpirschung zur Gemsejagd. Schauen wir mal, ob wir was Gescheites dabei haben. Ich hoffe mir jetzt nicht zu viel, sag jetzt einmal. Ich kann euch nur eins sagen, ich bin gerade extrem frustriert gewesen. Ich habe gerade vor nicht einmal 20 Minuten Video aufgenommen. Ein wunderschönes mit ein paar Goldabschüsse und dann ist einfach keine Tonspur. Ich habe gedacht, ich verzweifle jetzt. So. Da unten ist nämlich ein Bedürfnisgebiet. Und da kann ich locker auf der Distanz schießen mit dem Sporter. Da sind sie schon sehr gut. Da kommen sie. Sehr gut. Da haben wir mal einen Dreierbock. Das ist 150 Meter. Da steht der Dreierbock. Gut, den werden wir gleich mal rausnehmen. Sehr gut. Ich hoffe nur, dass ich mit der Waffe auf das schießen kann. Und jetzt werden wir da einmal kurz chillen. Weil die dürften gleich wieder zurückkommen. Baloo ist natürlicherweise auch wieder am Start. Hinten ist auch eine, da kommen sie wieder zurück, sehr gut. Hallo. Wind steht eigentlich sehr gut. Da eine. Ich muss jetzt kurz mal schauen, zwecks den anderen locker. Nicht, dass es da ein Lockmittel gibt für den. Nein. Gut. Das heißt, einfach einmal ein bisschen chillen. Da haben wir nächstes sehr leicht. Sehr gut. Nur ob ich da durchkomme. Schwierig. Ja, wenn du Beich hast, hupfst du hinten rein ins Kreuz. Der Stall da, das ist ganz normal da. Mal schauen. Alter, ich soll da zerbockelt sitzen. Das verschwindet immer hinter der Kamera. So. So, Seizen, ich hab die ja gerade gehabt. Da ist mal ein Weibchen. Das ist die aber gleich mal das sehen, wo es da unten gestanden ist. Da liegt die andere. Ah, da kommt das andere Ment. Da ist ein Weibchen. Ja, da haben alle eine Wertung. Das ist das Gute, weil sie alle Hühnchen haben. Der Wind steht grundsätzlich einmal bis jetzt
Gut. So, der Baloo. Was machen wir? Sagst du? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den drauf mache. Es kann sein, dass ich einen Baum reingeknurrt habe. Auf der Distanz. Da steht nicht mehr sein Base da unten. Die Frage, wie er steht. Eieiei. Weil der Schwarze, der kann nicht interessant gewesen sein von der Wertung her. Ich muss schon überlegen, ob wir uns nicht um mit bewegen. Klingt nicht nämlich gut stehen. Bleiben wir schon nicht da hocken, dann gehen wir mal um. So, da. Jetzt bin ich mal neugierig. Zwecks, ob sie dort bleiben, wo sie sind, oder ob sie flüchten. Da liegt eins. Oder. Einen zweiten darf ich noch gerne aufsetzen. Zweiter wäre es schön. So, da. Die sind zwar klein und nicht so schnell, aber sie können die draußen zusammentrampeln. Das ist auch mit Vorsicht zum Genießen. Ja, die braune ist weg, was dort gestanden ist. Schlecht, sehr schlecht. Ah, da hinten. So, was haben wir für Wertung? Scheint durchs Herz durch. So muss das sein. Jetzt habe ich mir gedacht, ungeeignete Munition fürs Tier. Das heißt, die andere hätten wir auch verschossen. Mal schauen, was hat die für Wertung? 3. Das ist ja fast Reh. Ups. Ich habe gar nicht so schwache Waffen mit.
4 bis 8, 4 bis 7, 5 bis 9. Upsi dupsi. Ist die Waffen tauschen. Wer ist der Deppert? Aber im Prinzip müssen die Waffen tauschen. Sehr schlecht. Anders habe ich nicht mit, oder? Nein. Gut, dann steppen wir nochmal zurück. Wie lang ist das Bedürfnisgebiet bis 8? Mit gut Klick geht es nochmal aus, dann holen wir uns schnell nochmal einen Waffen. Das ist immer so eine suboptimale Geschichte. Sehr, sehr suboptimal. Wenn man nicht die passende Waffe mit hat. Eine Waffe eine nehmen da, das ist jetzt die gute Frage. Nehmen wir die Smalllock. Nehmen wir die Smalllock. Nehmen wir kurz die Sporter aus und dann mal die. Ich hoffe nur, dass da die Munition, wenn es passt. 3 bis 7, sehr gut. Ja, mit gut Klick sind sie jetzt noch da, aber ich glaube nicht mehr. Jawohl, kann jetzt sogar noch ausgehen. Schauen wir mal um mich schnell. Und dann. Vielleicht schieße ich auch nicht mehr mit Wertung, das wäre noch besser. Wind passt nicht mehr sehr gut. So, oder? Mal schauen. Jawohl. Oh, 4 leicht. Gut. Ist hier dunkel gestanden. Oder? Hab jetzt gesaufen. Wo steht sie? Das war wieder so klar, dass du das wieder nicht durch den Beisch durchschießen kannst. Aha, oder? Ja, 100% der Warnung. Der Level macht es ja nicht gerade besser. Ja, wie viel Klick kommt es zurück? Wie viel Pech kommt keiner zurück? Ein Vierer war jetzt schön gewesen, ein Vierer war echt schon eine andere Nummer gewesen. Also, Vierer ist nämlich, glaube ich, schon von der Wertung her sehr gut.
Es ist halt echt nervig. Ab und zu ist es ein bisschen buggy. Dann kannst du halt einmal durch die Beischen schießen und einmal ist perfekt. Mal schauen, ob das ausgeht jetzt noch. Das ist auch schon mit der Ruhezeit. Ah. Mal schauen. Vielleicht haben wir Glück. Ich hab's da auch getragen. Eine Vierer Gemse. Uah. Das wäre eine sehr, sehr, sehr gute Geschichte. Mal schauen, ob da noch was unterwegs ist. Ja, da schnell das Visier tauschen. Also. Haben wir den jetzt da drauf oder nicht? Zweifel ist ganz stark. Jetzt haben wir den Wind her kritisch. Ich gehe unten um mich. So. Kann man gleich schauen, zwecks den anderen Treff, ob wir da drauf haben. Boah, Brummfikus-Schrei. Da irgendwo müsste das gewesen sein, aber schaut schlecht aus. Schaut sehr schlecht aus. Lass mal da drauf machen auf der Distanz. Obwohl. Kann nicht sogar sein. Da ist ein Blutspritzer. Schwarze oder dabei? Ja, da gefällt mir der mehr. Mit gutem Klick haben wir da eine geschossen, ja, da liegt schon mal eine. Das wäre sehr cool, wenn das da ist. Und die andere müsste da mit den Fliegen runtergefallen sein. Rein theoretisch. Ich
Schauen wir mal, was wir da haben. Liegen tut schon mal da keine. Das kann nicht fast der gewesen sein. Leicht, nein, das ist eine andere. Aber schöner Treffer. Ethischer Schuss, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war mir wichtig. Na, da liegt keine Leiche von unten. Oder? Wo, da liegt sie. Sehr gut. Ja, die kommt auch wieder zurück. Der ist gerade aufgelaufen. Die kommen alle wieder zurück mit gut Klick. Eine muss da drüben noch liegen. Lustig. Willkommen. Das kannst du so vergessen. Und das ist das Gefährliche bei dir. Weil die hupfen die wirklich ins Kreuz. Ja, gut sogar. Schön, was haben wir dafür? Sehr schön. Trophäenmarker. Netze, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer ganz LB.
Everybody get your fucking hands up.